Hallo Freunde, wie oft wünschen wir uns beim Anschauen eines Films über einen Superhelden, dass wir auch solche Superkräfte hätten. Dabei vergessen wir jedoch, dass die Schöpfer eines Werkes sich ausgerechnet vom wahren Leben inspirieren lassen, was wiederum bedeutet, dass es auch gewöhnliche Menschen mit derartigen Fähigkeiten unter uns gibt. Allerdings bezweifeln wir es, dass ihr sie beneiden werdet. Aber schaut es euch einfach selbst an. Los geht's! Vampirmenschen. Wusstet ihr, dass laut offizieller Statistik einer von 17.000 Menschen auf der Welt ein Vampir ist? Zumindest vom Aussehen her. Schaut sie euch nur an. Sie sehen doch wirklich wie Vampire aus der Kinowelt aus. Sie haben es nur viel schwieriger als fiktive Figuren. Erstens haben die Betroffenen von der sogenannten anhydrotischen ektodermalen Dysplasie auch Angst vor der Sonne, genauer gesagt vor der Hitze. Das liegt daran, dass die Schweißdrüsen dieser Personen bei Hitze fast völlig aufhören zu funktionieren. Das bedeutet, dass selbst ein wenig Hitze sofort zu einer gefährlichen Überhitzung führen kann. Aus diesem Grund sind diese beiden Brüder aus Indien gezwungen, jede halbe Stunde sich mit Wasser zu übergießen. Fast alle Menschen mit diesem Syndrom sehen gleich aus. Spärliche Behaarung auf dem Kopf und Körper, kleine spitze Zähne, eine ungewöhnliche Form der Ohren und Nase. Gut, dass der Schauspieler Michael Berryman am eigenen Beispiel beweist, dass man aus dieser Entwicklungsstörung auch eine Superkraft machen kann. Michael spielte in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, darunter auch in The Hills Have Eyes, Hügel der blutigen Augen, Star Trek, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. Ein wirklich cooler Typ, nicht wahr? Myostatinmangel. Diejenigen von euch, die sich mit Sport beschäftigen, haben sich sicherlich schon mal gefragt, was ihre Muskeln daran hindert, mindestens doppelt so schnell zu wachsen und etwas voluminöser zu sein. Come on! Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum wir für einen Zentimeter Bizepszuwachs monatelang im Fitnessstudio schwitzen müssen. Es liegt am Myostatin. Würde es aber die Entwicklung übermäßiger Muskelmasse nicht blockieren, hätten wir alle solche Muskeln wie Hulk und damit auch Knochen- und Herzprobleme. Ihr habt sicherlich schon Tiere gesehen, denen dieses Protein fehlt. Riesige Kühe und Schweine mit großen Muskeln. Was passiert aber, wenn der Myostatinspiegel im menschlichen Körper deutlich niedriger als normal ist? In diesem Falle kommen solche Riesen wie Eddie Hall auf die Welt. Das ist doch ein echter Mutant im wahrsten Sinne des Wortes. Die Produktionsstörung von Myostatin wird durch eine bestimmte Genmutation verursacht. So hat der Gewinner des World's Strongest Man 2017 so viel Muskelmasse, sodass er es sogar schafft, eine 500 Kilo schwere Langhantel hochzuheben. Fettfreier Körper. Die meisten Sportler wissen, dass man ohne eine wenigstens kleine Fettschicht keine Muskelmasse aufbauen kann. Und während sie sich auf Süßigkeiten beschränken und sich mit intensivem Cardiotraining quälen müssen, machen sich Menschen mit der Lipodystrophie überhaupt keine Sorgen darüber. Sie können den ganzen Tag auf der Couch liegen, Fastfood und Kuchen essen und dazu auch noch zuckerhaltige Limos trinken und bekommen immer noch keinen Gramm Fett. Dabei ist die Lipodystrophie eine Krankheit. Aufgrund dieser Krankheit schafft es der Körper nicht, das notwendige Maß an Fettgewebe aufrechtzuerhalten. Diese Frau nahm aus Grund so schnell 15 Kilo ab, dass sie sogar parental ernährt werden musste. Darüber hinaus wirkt sich das Syndrom natürlich auch negativ auf die inneren Organe aus, insbesondere auf die Leber und das Herz. Ein paar dünne Bauchfalten sind doch gar nicht so schlimm, nicht wahr? Sich an alles erinnern können. Versucht euch jetzt einmal daran zu erinnern, was ihr genau vor 4 Jahren zum Frühstück gegessen habt. Nun, der Test auf Hyperthymese wurde nicht bestanden. Es gibt auf der Welt etwa ganze 50 Personen, die solche Fragen problemlos beantworten können. Sie erinnern sich an jeden Tag ihres Lebens, bis ins kleinste Detail, bis hin zur Kleidung, die sie am 10. Juli 2011 auf dem Weg zur Arbeit anhatten. Dabei wurde das außergewöhnliche autobiografische Gedächtnis erstmals in den frühen 2000ern bei einer Frau namens Jill Price entdeckt, seitdem rätseln Forscher über dieses Phänomen. Die jüngste an Hyperthymese leidende Person, Jack Hausler, vergleicht seinen Kopf mit einem iPhone-Kalender. Allerdings meint Jack, dass es alles andere als cool ist. Die unangenehmsten Momente speichert sein Gehirn in HD-Qualität ab. Supersehkraft. Wie Cyclops Laserstrahlen aus den Augen auszustrahlen wäre natürlich toll. Wie wäre es aber wenigstens damit, die Welt etwas bunter zu sehen? Falls ihr nicht wusstet, sind unsere Möglichkeiten in dieser Hinsicht ziemlich begrenzt. Der Durchschnittsmensch nimmt etwa nur 1 Million Farbtöne wahr. Untersuchungen von Neurowissenschaftlern der Universität Newcastle haben jedoch gezeigt, dass es auf der Welt einzigartige Menschen mit übermenschlicher Sehkraft gibt, die 10-mal mehr Farben sehen können. Dank dieser einzigartigen Mutation, mit der man ruhig bei den X-Men mitmachen könnte, kann man bis zu 10 Millionen Farben unterscheiden. Und die Künstlerin Concetta Antico ist sogar in der Lage, etwa 100 Millionen Farben zu unterscheiden. Wir können uns ehrlich gesagt nicht einmal vorstellen, wie ihre Realität aussieht. Ihre Gefühle versucht die Frau übrigens in ihren Bildern auszudrücken, die allerdings nur Menschen mit der gleichen Superkraft bewerten können.
4 Stunden Schlaf. These superhuman sleep just 4 to 6 hours and wake up fully rested, fully recharged. Fällt es euch aber auch morgens schwer aus dem Bett zu kommen? Dann ist es an der Zeit zu mutieren. Hier kommt eine der besten Nachrichten der letzten Jahre aus der Wissenschaft. Wissenschaftler der University of California untersuchten die Gene einer Familie, deren Mitglieder nur 4,5 Stunden pro Tag schlafen und sich überhaupt nicht müde fühlen. Anschließend haben Forscher die gleiche Veränderung künstlich bei Ratten herbeigeführt, worauf sie anfingen, durchschnittlich 55 Minuten weniger zu schlafen. Das Tolle daran ist, dass diese Mutation laut Wissenschaftlern keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Man braucht nur weniger Zeit zum Ausruhen. Und das Wichtigste ist, dass es einen Grund zur Annahme gibt, dass es eine neue Eigenschaft ist, die früher oder später bei allen Menschen auftreten wird. Wir hätten diese Eigenschaft auch gerne gehabt. Absolute Unempfindlichkeit. Nun stellte es sich aber heraus, dass es auch auf der Welt einige Menschen gibt, die seit ihrer Geburt überhaupt keinen Schmerz verspüren. Mit der HSAN4, hereditäre sensorische und autonome Neuropathie Typ 4, scheint ein heißes Herd oder kochendes heißes Wasser nur etwas warm zu sein. Der Grund dafür ist wieder mal eine genetische Mutation. Sie hindert ganz einfach die Bildung von Nervenzellen, die für die Übertragung von Schmerz-, Hitze- und Kältesignalen zum Gehirn verantwortlich sind. Und wenn diese Fähigkeit für irgendeinen Deadpool von Vorteil ist, so kann sie im Alltagsleben viele Probleme verursachen. Personen mit angeborener Unempfindlichkeit erleiden oft Verletzungen und sogar Brüche. Die US-Amerikanerin Ashlyn Blocker kennt es wie kein anderer. Sie hat viele Gruselgeschichten aus ihrer Kindheit. Mit 2 Jahren fasste sie einen glühend heißen Schalldämpfer an und einmal lief sie mehrere Tage lang mit einem gebrochenen Knöchel herum. Inzwischen verletzt sie sich jedoch natürlich viel seltener, muss aber dennoch extrem vorsichtig sein. Außergewöhnliche Flexibilität. Diagnosed me with, Marfan Syndrome. Jeder Mensch hat ein Gen, das für die Produktion von Fibrillin verantwortlich ist. Dabei handelt es sich um ein Protein, das dem Bindegewebe seine Festigkeit und Elastizität verleiht. Are your joints particularly flexible? Yes. Very flexible. Doch in etwa 1 von 5000 Fällen kommt es selbst in einem gut funktionierenden Mechanismus zu einer Fehlfunktion, weshalb Menschen mit dieser seltsamen Krankheit geboren werden. Das erste, was sie auszeichnet, ist ihre unglaubliche Flexibilität. Kann jemand von euch so die Finger und die Knie beugen wie dieses Mädchen hier? Aber neben der Hypermobilität der Gelenke wird das Marfan-Syndrom auch oft von Herzproblemen begleitet. Doch die Natur beschloss es offenbar zu kompensieren. Menschen mit diesem Syndrom haben einen oft überdurchschnittlich hohen IQ. Unglaubliche Genies. Superhelden mit nur einer Fähigkeit gibt es nicht nur in Comics, sondern auch im wahren Leben. I am Loki. Wir sprechen von Menschen, die ihr gerade auf euren Bildschirmen seht. Neben einer geistigen Beeinträchtigung haben sie auch noch phänomenale Fähigkeiten auf einem bestimmten Gebiet. Bezeichnet wird das als eine Inselbegabung, die nur sehr selten vorkommt, bei etwa einer Person aus 1 Million. Manchmal tritt es nach einer Kopfverletzung auf, am häufigsten kommt die Inselbegabung bei Menschen aber mit Autismus vor. Derek ist zum Beispiel völlig blind, spielt aber die komplexesten Sonaten sogar auf 2 Klavieren gleichzeitig. Phänomenale Ausdauer. Ihr werdet euch vielleicht wundern, aber Menschen mit außergewöhnlicher Ausdauer gibt es auch. Das liegt an der angeborenen Polycythämie. Das ist ein gutartiger Tumorprozess im Blut, bei dem der Gehalt an roten Blutkörperchen viel höher als normal ist. Wie wir wissen, transportieren sie Sauerstoff, was wiederum bedeutet, dass Personen mit dieser Krankheit viel größere Ausdauer haben. Der finnische Skifahrer Eero Mäntyranta ist das perfekte Beispiel dafür. Er litt ebenfalls an der Polycythämie und hat bei 4 Olympischen Winterspielen 7 Medaillen gewonnen. Gleichzeitig kann diese Krankheit auch eine Vielzahl von Komplikationen, einschließlich Herzinfarkt und Thrombose, verursachen. Es scheint, dass Superkräfte ohne Nebenwirkungen nur in Comics möglich sind.